YouTube Shorts sind absolut cringe. Das wollte ich mir mal angucken, weil YouTube Shorts absolut Moin, cringe Leute, ist. Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf diesem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir müssen heute über eine Sache... Alter, ich habe 10 Jahre lang nicht mehr Klänkern angeschaut, ne? Klänkern seit... Nee, ist das schon länger her. Seit 50 Jahren nicht mehr geschaut einfach. Aber ihn gibt's noch. Reden, wichtig. Die seit einiger Zeit auf YouTube einfach überhand nimmt und dafür sorgt, dass ein Großteil der Trends und dieser Plattform ziemlich schrottig wird, nämlich YouTube Shorts. Nice. YouTube Shorts, für die es nicht kennen, das ist wie TikTok, nur in scheißiger, weil alle schlechten TikToks ebenfalls da hochgeladen werden, plus weitere zusätzliche Grütze. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, ach Timon, übertreibt mal nicht. Seht selbst. Das erste Video heißt Who is Smarter und geht 29 Sekunden, was ausreicht. In dem Setting sitzen zwei Typen nebeneinander am Essen. Warum man sich nicht gegenüber sitzt, keine Ahnung. Beide essen trockene Spaghetti aus einem Teller. Lecker, mein Leibgericht. Und es steht nichts auf dem Tisch, außer eine große Schüssel mit weißem Pulver, was wahrscheinlich Salz ist. Klar, wenn ich was auf dem Tisch brauche, dann sehr, sehr viel Salz. Aber dann, Moment, die eine Person hat ein Anliegen. Sie steht auf und hat eine Tasse in der Hand. Oh yes, jetzt ist Zeit, richtig zu pranken. Mensch, wer hätte denn damit rechnen können? Du Heilige, ist das schlecht. Gottes Willen, ey. Ohne Witz, das ist aber, weißt du, das ist halt, wenn du andere Plattformen nachmachen möchtest. Ne? YouTube will ja sozusagen TikTok damit nachmachen. Bei Instagram sind es ja die Reels und auch so die kurzen Videos und so. Und YouTube wollte da auch mitziehen. Und dann kommt sowas bei rum, dass da das Schlechteste vom Schlechten hochgeladen wird, ja. Das, was auf TikTok schon gar nicht ankommt, weil das so scheiße ist, wird dann einfach auf YouTube noch hochgeladen. Boah. Plötzlich, was passiert, wenn der andere von diesem... Und ich bin auf der Plattform, ja. Ganz natürlichen Tisch aufsteht. Aber was hat er nur vor? Was möchte er tun? Der andere ahnt natürlich sofort, dass er etwas im Schilde führt. Oh, Bro, Bro. Nee, Acting ist wirklich auf Oscar-Niveau. Er greift in die Schüssel mit Salz. Danke für den Pfeil an der Stelle. Ohne den hätte ich es einfach nicht erkannt. Und tut das Salz dann auf die trockenen Spaghetti. Alter, weißt du, das ist Lebensmittelverschwendung schon wieder. Vielen Dank an der Stelle an den Roten Kreis, der mir ebenfalls hier gezeigt hat, wo irgendwas passiert. Der andere natürlich völlig entsetzt. Ah, wie kann er nur? Bisherhin schon ein richtig guter Streich. Danke, YouTube Shorts. Ja, aber dem anderen nicht sagen, ne? Alter, ich hoffe, der dachtelt den jetzt ein. Ich hoffe, der kommt jetzt von hinten und schallert den so krass ein auf den Hinterkopf, dass der andere bewusstlos wird oder einen Schlaganfall bekommt. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Der Geprankte kommt wieder zurück, aber er ist smart. Guck mal, was da hinten ist. Was soll da sein? Wir sind in einer Wohnung. Eine Wand? Oh wow, diese Wand war gestern auch schon da. Er versteht's auch nicht, aber währenddessen werden die Teller getauscht, um ihn auszutricksen. Genial, es ist drehbuchtechnisch einfach genial umgesetzt. Was? Ja, esse ich mal die normalen Spaghetti und tu so, als würde irgendwas Krasses passieren. Was ein Vollidiot. Ja, genau. Aber dann schlägt die Rache zu und yeah, thumbs up. Ich sehe das und empfinde Hass darauf. Und ich weiß nicht, was wir getan haben, um... Ich fand den Prank jetzt heftig, muss ich ehrlich sagen. Leute, auf einer Skala von 1 bis 10, wie heftig war der Prank? Alter, das ist ja schon besser als Prank Bros. Mit so einem absolut beschissenen Drecks-Content bestraft zu werden. Aber dieses 12. Video hat 262 Millionen Aufrufe. Was? Was? Alter, ich dachte jetzt gerade so 1 Million und es wäre überheftig viel. Ich hätte ja so gedacht, so ein paar hunderttausend und hätte ich so gedacht, Alter, wie viel für den Scheiß. 262 Millionen Aufrufe. Uffe. 262 Millionen. Und 6,9 Millionen Likes. Welcher Mensch da draußen, der noch ein funktioniert? Alter, das ist gebottet von YouTube. Das haben die künstlich hochgebottet. Das ist niemals von echten Personen angeschaut worden. Nee. Und vor allem auch nicht geliked worden, Alter. 6,5 Millionen Likes, what the fuck. Ich glaube, ich starte mit YouTube Shorts. Let's go, ey. Nice. Das Stammhirn hat, findet das gut. Ich glaube, das ist wirklich das Schlechteste, was ich jemals an Comedy gesehen habe. Schauen wir weiter. Danke, YouTube Shorts. Folgendes Setting. Eine Dame trainiert im Fitnessstudio. Ein Typ schleicht sich an. Psst, leise sein. Leise müssen wir sein. Halt die Fresse, warum? Wieso müssen wir leise sein? Du bist im peripheren Blickfeld dieser Dame. Wir müssen erst leise sein. Dann spricht er sie an und sagt ihr, hey, dein Handy, was du offensichtlich da hingelegt hast, weil wie soll's da hinfallen, liegt da auf dem Boden. Ah, danke.
Das wusste ich ja gar nicht. Das muss mir wohl runtergefallen sein. Ich heb's mal besser so auf. Oh yes, jetzt schnell das Gewicht ändern. Was ein Prank. Leute, die denken, dass das nicht geskriptet ist. Weil wie lange die gerade in der Position war, um das Handy zu holen. Denken auch, dass in Bärchenwurst richtige Bärchen drin sind. Aber dann, was ist das? Sie ist ja viel stärker als gedacht. Aber Moment, psst, ganz leise. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass sie ihn anguckt. Er ist vor ihr. Wo sie hinguckt, ist er. In seiner ganzen Scheißigkeit kann man ihn nicht übersehen. Gewicht geht hoch. Handy drunter und sie kann das Gewicht ja nicht mehr absetzen, sonst ist ihr Handy kaputt. Super Prank, sie wird da jetzt offensichtlich sitzen, bis sie... Der Prank ist aber gut, ja. ...gebrechlich ist und dann an alter Schwäche das Ding doch unterfällt. Und wenn man in diese Augen guckt, sieht man den puren Wahnsinn. Also der Mensch ist wirklich einfach geistesgestört, glaube ich. Das passiert, wenn... Alter, ist einfach Concrafter, holy shit. Eltern in der Schwangerschaft rauchen. Mit dem teuflischsten Gesicht, was ich jemals auf diesem Planeten gesehen habe, ergötzt er sich an dem Leid. An dieser armen, armen Dame. Man muss auch sagen, der Kameramann steht genau vor ihr, ja. Also hier einer, hier die Kamera. Sie hebt das Handy auf und guckt halt auch in den Kameramann rein. Also heftig, wirklich. Das ist insane. Tragisch, das Ganze. Aber immerhin haben's 210 Millionen Menschen gesehen. Das ist Peak of Comedy. Junge, das ist 2021. So entsteht witziger Content. 4 Millionen Menschen gefällt das. Nice. Dieser Typ ist im Aufzug mit einer Dame und offensichtlich jemandem, der die Kamera hält. Nachdem ich diese Klickzeilen gesehen habe, schockiert mich echt gar nichts. Also mich schockt wirklich nichts mehr. Macht keinen Sinn mehr. Aber scheinbar völlig unsichtbar ist in dieser gesamten Szene. Und zack, zieht er sein T-Shirt aus. Die Dame völlig schockiert. Er geht auf sie zu, offensichtlich wie so ein Perverser. Und sie versucht, während der Aufzug offensichtlich mitten im Schacht ist, an die Tür zu klopfen, dass irgendjemand aufmacht. Ja, schon witzig, aber... Ja, sexuelle Belästigung ist generell eine sehr witzige Thematik, Kappa. Moment, ja. Denn das Ganze kann auch schief gehen, denn YouTube-Shorts wären nicht YouTube-Shorts, wenn da nicht ein Plot-Twist drin wäre. Gleiches Prozedere, er im Aufzug, Dame dahinter. Er zieht sein T-Shirt aus, zeigt seine Muskeln, aber dann, wait a minute, sie ist Polizistin? An der Stelle für einige vielleicht nicht erkennbar, aber das zeigt sie natürlich demonstrativ, indem sie ihre Polizistenmütze aufsetzt. Oh, ein Mann hat sein T-Shirt nicht auf, besser mal direkt in Dienst versetzen. Denn so sehen Polizistinnen auch einfach aus. Die Google... auf. Was? Besser mal direkt in Dienst versetzen. Denn so... Ey, das ist bei Paw Patrol oder so. Wie heißt das? Paw Patrol? Ist das nicht hier? Paw Patrol. Gibt's da eine Polizei? Die sieht so aus wie so ein Charakter von Paw Patrol. So glatt gebürt. Ja, genau! Alter, sie ist es einfach. Ich schwöre, sie ist es. Ich bin so schlau, dass ich das überhaupt so weiß. Guckt euch das an. Es ist einfach Paw Patrol. Warte. Ja. Guck, Alter, es ist halt 1:1 Paw Patrol. Die hat hier so ein Dings. Der hat hier so ein Dings. Der hat hier so ein Dings. Die hat hier so ein Dings. Das ist einfach Paw Patrol. Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach schon die ganze Zeit. Das ist Paw Patrol. Let's go. Sehen Polizistinnen auch einfach aus. Die googeln Polizeikostüm sexy und dann kaufen die das. Und dann ziehen die das an. In so einem Ganzkörper-Einteiler und die Polizeimarke natürlich um den Hals tragen, damit man auch weiß, das ist eine richtige Polizistin. Und dann wird er wohl verhaftet. Oh, das gibt Ärger. Die Fingernägel. Die Fingernägel, das darfst du auf jeden Fall beim Polizeieinsatz, oder? Warte. Guck mal, das gibt Ärger. Die Fingernägel kommen aus der Hölle. What the fuck? Warum gibt das jetzt Ärger? Ja, und an der Stelle einfach blöd für den Kameramann, der die ganze Zeit da in der Ecke im Aufzug sitzen muss. Das ist Peak of Comedy. 128 Millionen Aufrufe. Nice. Ich weiß nicht, wer den ganzen Tag sowas guckt. Hamster? Das muss ja irgendein Lebewesen sein, was nicht so viel Hirnaktivität hat. Aber ich glaube, da werden wirklich die nächsten Schauspieler kommen, die diese Generation prägen werden mit geilen Filmen. Denn genau so funktioniert gutes Schauspiel. American Subway Prank. Der gleiche Typ wie aus dem Aufzug. Wir kennen und lieben ihn natürlich. Setzt sich auf den einzig freien Platz neben eine Dame, die bestimmt fremd ist, ganz sicher. Und er wackelt mit seinen Brüsten. Cool. Aha, sie guckt da also rüber. Okay. Ich glaube, in der Situation wäre ich die Person, die sich in der Scheibe spiegelt. Und wenn ich da gewesen wäre, hätte ich mich jetzt schon vor den Zug geworfen. Ja, jetzt du. Was, ich?
Ja, du. Niemals. Wer dann? Wo sind wir? In der Grundschule? Und um das zu tun, muss die natürlich ihren Pullover lüften. Er kann sein Glück fast gar nicht fassen. Alter, was denkt sich denn die Person hier im Hintergrund? Das heißt, es gibt Leute, die gucken da mit. Ja? Die machen das vor einem Publikum, vor einem realen Publikum. Wer hätte damit gerechnet, dass sie das tut? Während ja einen Meter weit weg ein Typ mit so einer Kamera steht und drauf filmt. Ach so, ich werde von Fremden gefilmt? Ja klar, also da zeige ich doch mal meine Brüste. Wirkt fast so, als wäre es abgesprochen. Mensch. Ja, klappt leider nicht bei ihr. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Bestimmt. Aber ihr fragt euch jetzt, Timon, wie viel Aufruf hat das Ding? 13,7 Millionen. Klar. Hey, voll wenig. Ey, das ist ja voll wenig. Läuft DSV, moin. Servus. Moin. Hä, wenig. Alter, für Shorts 12 Millionen? Was ist das für eine Cringe-Show? Dünn. Ganz, ganz dünn. Natürlich. Das nächste Video spielt in einem Sportartikelgeschäft und ein Typ kommt auf die Idee, also sich einfach mal so in den Gang zu hängen. Und dabei müssen wir leise sein. Wir müssen wir wieder leise sein. Wieso? Mach's warum? Nicht. Falls jemand weiß, warum ich an der Stelle meine Schnauze halten soll, gerne mal in die Kommentare. Oh, jetzt ist er ja im Weg. Und da kommen Menschen. Mensch, was ein Zufall, dass sie genau in einer Reihe hintereinander laufen. Ich sag es nochmal, Peak of Comedy 2021. Was soll noch kommen? Was in der Situation jeder normale Mensch machen würde? Ja, geh mal weg jetzt. Die weniger passiv-aggressiven würden dann einfach außen rumgehen, klar. Aber nicht die Person in diesem Video, nein. Denn das erste Mädel schlägt einfach ein Rad drüber. Mitten im Laden, bei einem fremden Typen, klar. Beide Typen? Alter, was ist das für eine geile Comedy-Show? Ey, ohne Witz, stark, stark, gefällt mir gut. Ich würde es gerne nochmal sehen. Wie macht sie das? Denn das erste Mädel schlägt einfach. Also man muss ja erstmal sagen, dass man das überhaupt so hinbekommt, ist krass, ja. Aber das ist halt auch einfach übelster Zufall, dass er ausgerechnet an so eine Frau gelangt, die sowas kann. Einfach ein Rad drüber. Mitten im Laden, bei einem fremden Typen. Klar. Beide Typen, sichtlich beeindruckt. Wer hätte damit gerechnet? Also ich auf jeden Fall nicht. Gutes Rad, ja, der Typ dahinter findet generell alles einfach super. Die Leute dahinter bekommen auch gar nichts mit. Ach, hier hat jemand ein Rad geschlagen. Nee, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Was? Oh, hier ist ja der Weg versperrt. Also das ist ja jetzt merkwürdig und plötzlich. Oh, hier versperrt mir jemand den Weg. Was mache ich nur, um durchzukommen? Ich regel meinen Arsch. Warum? Wieso? Was ist das für ein merkwürdiges, abgefucktes Verhalten. Es klappt auf jeden Fall. Er lässt sie durch. Sehr nett von ihm. Und auch der Typ dahinter checkt wirklich gar nicht, wie jetzt hier wieder der Weg versperrt sein. Er schlägt ihn auf den Pimmel. Mach's. Kann, wie komme ich hier nur durch? Ganz einfach klassisch. Mit einem Salto. Fertig. Der andere kann es fast nicht fassen. Warte, was denkt ihr, wie viele Aufrufe das hat? Leute, ratet, wie viele Aufrufe wird das haben? Ich sag, das hat 50 Millionen Aufrufe. Mensch. Und hier sind wir jetzt angelangt, ja? Nach Jahren von YouTube-Algorithmen ist das, was gepusht wird. 229 Millionen. Wer hat am meisten hier 187 Millionen? Hat jemand? Doch, 200 Millionen. Fabian hat 200 Millionen gesagt. Krass. Sehr krass. Aufrufe. Das ist das, was YouTube möchte, was wir uns angucken. Geil. Es ist einfach ein Erlebnis und ich musste das Video eine halbe Stunde kurz unterbrechen, weil ich so lachen musste, weil alles so toll und... Ja, aber guck mal, damit erreichen die halt, dass dreijährige Kinder, ja, endlich auf YouTube kommen, durch YouTube Shorts. Ja, weil dreijährige Kinder, die würden sowas zum Beispiel fühlen. Die finden es lustig. Ich finde es auch lustig, ja, ich finde es auch krass. Ja, also muss ich auch sagen, so, ich bin YouTube da auch sehr dankbar, dass sie uns so einen Content bescheren. Und witzig, wa? Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall die Augen waschen und versuche, das nicht zu sehr in mein Langzeitgedächtnis kommen zu lassen. Danke YouTube dafür und schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter, geiles Video. Ey, Klenkern, das hat mich überrascht. Was ist mit Klenkern los, Mensch? Ja. Ah, der macht aber nicht so viele Videos. Diese Influencer kaufen Follower. Ey, ich muss ihn mal wieder abonnieren. Ja, das Video, das hat mich gerade überzeugt, ein Abo dazulassen. War ein gutes Video, muss man wirklich sagen.